Der FCA will endlich wieder zu Hause punkten. Nach 3 Spielen ohne Sieg soll es gegen Wolfsburg den nächsten Heimsieg geben. Ist klar, dass wir momentan von unserer Kameradschaft, vom Teamgeist, vom Willen, natürlich auch von der Euphorie leben. Und das auch Basis ist oder die Basis ist für den Erfolg. Und das müssen wir beibehalten, um dann diese individuelle Klasse, die sie zweifelsohne haben, die stärker ist, die größer ist, das machen einfach auch die Transfersummen, beweisen das. Aber das ist unsere Basis, dass wir diese Qualität dann in Schach halten können. Einfach wird das freilich nicht. Der FCA muss sich warm anziehen. Hong kommt für den rot gesperrten Klamann, hatte aber nach der Länderspielpause nur 3 Tage Zeit, sich mit Kalten Bracker zusammenzufinden. Raúl Bobadilla steht kurz vor seinem Comeback. Diese Woche ist er wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und fühlt sich sichtlich wohl. Für die Partie gegen Wolfsburg ist es aber zu früh. Doch obwohl die Mannschaft vor der Qualität der Wölfe Respekt hat, alles scheint im Moment möglich. Wir wissen, wie stark Wolfsburg sind. Wir spielen aber zu Hause, wir sind voller Selbstvertrauen und wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Ich denke, in den letzten 2 Heimspielen haben wir gezeigt, dass wir zu Hause können. Und mit den Fans in unseren Rücken ist natürlich ein Vorteil für uns und den wollen wir dann auch gegen Wolfsburg ausnutzen. Ja, sie haben eine unheimlich hohe individuelle Klasse. Ich glaube, sie sind als Team noch nicht so gereift, wie sie es gerne sein wollen. Das muss unsere Stärke sein. Wir müssen kompakt und geschlossen auftreten. Sie haben halt schon eine individuelle Klasse mit Diego, Gustavo, Olic und die müssen wir in den Griff bekommen. Und dann denke ich, dass wir mit einer kollektiven Leistung da gut dagegenhalten können. Ob Matthias Oscholek spielen kann, ist noch nicht sicher. Ihn plagt eine Adduktorenverletzung. Für ihn käme vielleicht Marcel de Jong. Doch egal, wer spielt, die Punkte sollen in Augsburg bleiben. Ist klar, dass wir uns natürlich Hoffnungen machen, zu gewinnen. Dass wir auf keinen Fall verlieren dürfen. Dass wir in dem Spiel einen Gegner antreffen werden, wo wir hundertprozentig gefordert sind, ist auch ganz klar. Und dann weißt du nie, wie es ausgeht. Da brauchst du alles notwendige Glück. Aber Fakt ist, dass wir alles geben werden, um dann diesen wichtigen Dreier dann am Sonntag zu holen. Und auch die Statistik macht Mut. Denn in 4 Spielen gegen Wolfsburg hat der FCA noch kein einziges Mal verloren.